Hallo ihr Lieben, zurück zur neuen Folge von Die Sims 4. Wir hatten hier gestern die Würstelparty. Und, ja, was soll ich sagen? Da hat jemand nicht ganz die Party überlebt. Aber, na gut. Kann man jetzt nicht ändern. Aber... Ich hoffe mal, dass er ein schönes Leben hatte. Das klingt ein bisschen fies. Naja. Ich. Aber irgendwie standen alle nur daneben, haben geguckt, statt jemand gelöscht hat, alle weggerannt. Oder standen daneben. Heute ist ja Regentag. Ach nee, Cosmo. Nicht aus dem Katzenklo essen. Doch, pickelig. Elena muss auch gebadet werden. So, das gewittert ganz schön. Aber gut. Pinnwand voll. Löschen? Gehen wir das an. Ja gut, nehmt ihr auch eine schnelle Mahlzeit. Brauchen wir hier nicht erst kochen. Ach. Kannst du in der Zeit mal mit deiner Mama reden? Über Wachse lustig machen, genau. Nach Hause schicken, genau, wir schicken unsere Mama nach Hause. Heute wird es wahrscheinlich nichts mit dem Park, auch bei dem Wetter. Das gießt ja in Strömen draußen. Wäre das eh nichts, wir werden ja auf die Knochen nass. Hier passiert. Nimm dir auch was zu essen? Ach ja, wir haben ja auch noch Spielzeug im Inventar. Für die Hunde. Glaube ich. Die hatten doch, glaube ich, was mitgenommen. Doch nicht. Doch hier, er hat es. Hier, dann könnt ihr damit spielen. Oh. Beste Voltkreatur. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche Voltkreatur mächtiger ist. Ich habe gesagt, es wäre das Akitorn. Aber der andere behauptet, es wäre Suintor. Wer ist denn nun am mächtigsten? Beide sind gleich mächtig, komm. Man streitet sich nicht darüber. Nein. Oh, Webferuda!
Da musste wieder jemand ganz dringend. Man kann es mal alle Tierschüsseln füllen. Die Tonne noch aufheben. Guck mal, malt mal weiter. Dann wärst du schon mal Cerealien rausnehmen für Elena. Oh! Die haben Rechnung. Gut, dann muss ich die jetzt gleich mal bezahlen. Groß ist die Rechnung? 3.233 Simoleons. Nein, das sollst du nicht essen? So, dann stehst du. Ah, du bist schon auf. Halt. Gehst du hin? Wieder? Wollte, dass du, ja, oder du isst das erstmal, genau, dass du auch großen Hunger. So, dann wirst du erstmal fortsetzen. Was habe ich eigentlich für ein liebes Kind? Die räumt ja freiwillig hier auf. Ach, Meisterwerk. Na, immerhin kriegen wir wieder ein paar Simoleons rein. Wütendes Gemälde. Mama, ein kokettes Gemälde. Oh, du brauchst ja eigentlich fast gar nicht mehr malen, du hast das ja alles schon voll. Du bist jetzt ja uns um. Aber wir haben hier keinen PC, um die, Dingser. Wer heißt denn jetzt? Schriftsteller, ja. Bücher schreiben. So. Guck mal, ich geh ja mal ein bisschen trainieren im Regen. Du hast immer noch Hunger. Aber dann machst du noch mal schnelle Mahlzeit. Cerealien. Weil die kleine Maus immer noch Hunger hat. Müssen die jetzt ein bisschen auf Vordermann bringen. Guck mal, du kannst ja nochmal Cerealien für sie rausholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Dann müssen wir die Windel wechseln, sie noch baden. Was sollen wir sonst am regnerischen Tag machen? Setz das mal fort. Sollst du hier ein bisschen trainieren? Da ist Regen, aber brauchst auch ein bisschen Spaß. Das wäre toll, dass du auch beim Essen die Windel benutzen kann. Hier kommen ein bisschen Qualmwolken, aber gut. Guck mal, dann isst du dieses nochmal, dann hast du überhaupt gar keinen Hunger mehr.
Gibt es hier oben? Ja, hier gibt es auch Spielkisten. Guck mal. Mit Spielzeug spielen. Dann spiel hier mal mit. Draußen willst du nicht sein. Kann ich aber auch verstehen. Sind wir bei dem Wetter schon raus? Bestimmt keiner. Kann ich ansehen? Sammler verkaufen. Dann nimmst du dir auch noch mal ein Gericht. So, hast du nämlich deinen ganzen Hunger besiegt. So. Dann wärst du mal ein bisschen mit deinem Tablet spielen. Guck mal, wie das draußen. Willst du nicht hier mal ein bisschen spielen jetzt? Ich hab ein ordentliches Kind, die will ja die ganze Zeit nur aufräumen. Mal, nehmt ihr dir auch noch was? So. Dann wärst du mal ganz kurz. Windel wechseln? Hast du das eigentlich im Inventar reingetan? Ja. Einmal die Windel bei ihr wechseln. Ja, genau. Dann schmeißen wir es in die Ecke. So. Wirst du Ellen am Schaumbad baden? So, dann kannst du jetzt auch nach unten gehen. Ist ja schon wieder 17 Uhr. Ich auch was zum Essen nehmen. Guck, das Baden macht dir auch ein bisschen Spaß. Ich weiß gar nicht, wann der Urlaub endet. Ob wir denn morgen noch einen Tag Zeit haben, dass wir auch mal in den Park gehen können. Das weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber gut. Vielleicht kannst du noch mit ihr mal ein bisschen spielen. Dann warte mal. Spielen. Kannst du auf die Toilette gehen? Die Hunde sind alle dreckig wieder. Jetzt auch mal auf die Toilette. Dann schlafen.
weil er könnte dir ein Techtelmechtel haben. Kann sie trotzdem schlafen gehen hier, wenn die beiden? Nee, kann sie nicht. Gut, dann musst du so lange warten. Bis sie da fertig sind. Aber jetzt? Ist mal wieder Schlafenszeit. Heute mal pünktlich. Doch nicht? Warum stehst du auf? Schlaf weiter. Das war heute mal wieder ein bisschen pünktlicher. Gut, dann will ich schon mal fertig machen. Und ziemlich früh. Aber ist ja eh fast ausgeschlafen. Aber du musst es ja auch ganz dringend. Das mal erledigen. Dann stehst du auf. Die alle schon fast ausgeschlafen. Mal gucken, was wir dir jetzt anziehen. Weil warum so ein Duschen so eine Schleife auf dem Kopf hat, aber gut. Zieh dir wieder das Kleid an. Leer das mal. Nimm dir da Materialien. Was ist? Kannst du ja auch schon mal aufstehen? Aber Lieben, das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss!